kommen wir nun noch zu einer Getreideherbizidempfehlung für den kommenden Herbst. Wir sehen im Moment draußen in den Gemarkungen verstärkt Flächen, in denen sowohl Windhalm als auch Ackerfuchsschwanz und auch andere Unkräse durchgewachsen sind, wo die Behandlungen, die Herbizidbehandlungen dieses Jahr nicht sicher gewirkt haben. Merken Sie sich diese Flächen und Stellen, ziehen Sie eventuell auch Samenproben und machen eine Resistenzuntersuchung, damit Sie in der nächsten Saison zielgerichtet gegen diese Kräse vorgehen können und dass damit auch langfristig das Samenpotenzial in Ihrer Fläche wieder reduziert wird. Unser Angebot im Herbst ist zum einen im Bereich des Ackerfuchsschwanzes, der Boxer Kadu SC-Pack. Der Boxer Kadu SC-Pack setzt sich zusammen zum einen aus dem Boxer mit dem Wirkstoff Prosulfocarb und dem Kadu SC mit dem Wirkstoff Flufenazet. Das Flufenazet ist der wichtigste Bodenwirkstoff, den wir in der Ackerfuchsschwanzbekämpfung haben und hier bei uns mit 0,5 Liter Aufwandmenge pro Hektar auch die höchste Wirkstoffkonzentration auf dem Markt. Kombinieren tun wir das Ganze mit dem Boxer, wie gesagt, das Prosulfocarb, ein Wirkstoff, der sehr unverbraucht ist in dem Bereich der Ackerfuchsschwanzbekämpfung, hier auch eine gewisse resistenzbrechende Funktion hat. Auch schwer bekämpfbare Ackerfuchsschwänze können Sie mit dieser Kombination Boxer Kadu SC sehr sicher bekämpfen. Wir haben hier Wirkungsergebnisse zusammengefasst aus den Jahren 2020, insgesamt 6 Bonituren, 6 Standorte. Und hier sieht man sehr schön zum frühen Einsatzstadium oder auch zu einem späteren Einsatzstadium haben wir immer im Vergleich zu den Wettbewerbern mit dem Boxer Kadu SC höhere Wirkungsgrade, was den Ackerfuchsschwanz angeht. Die Wirkung gegen die Unkräuter haben wir hier nochmal dargestellt. Auch hier sieht es so aus, dass wir hier die orangene Linie mit dem Boxer Kadu SC hier kombiniert mit 0,1 Liter DFF ein sehr ausgewogenes Unkrautspektrum bekommen. Unsere Empfehlung, Boxer Kadu SC, 2,5 Liter Boxer kombiniert mit 0,5 Liter Kadu SC und das Ganze in dem Bereich Vorauflauf bis in den frühen Nachauflauf rein, um hier eine nachhaltige Wirkung gegen den Ackerfuchsschwanz hinzubekommen. Und gerade auch diese Kombination Boxer Kadu SC bietet zwei Wirkstoffe, die eben hauptsächlich über den Boden, teilweise auch über das Hypokotyl aufgenommen werden und damit auch eine resistenzbrechende Funktion haben. Einen Punkt möchte ich Ihnen auch noch zeigen und nahelegen und das ist die Bekämpfung von Weidelgräsern. Wir sehen das immer öfter in den letzten Jahren, dass Weidelgräser ein zunehmendes Problem werden. Wir haben bei den Weidelgräsern auch in Südhessen mittlerweile Resistenzen, wo die Frühjahrsherbizide, also ACC-Aserhemmer und Sulfonylharnstoffe nicht mehr wirken oder nicht hundertprozentig wirken. Und auch hier ist die Kombination aus dem Prosulfocarb und dem Flufenazet sehr hilfreich, um hier die Weidelgräser sicher auszuschalten. Bei den Weidelgräsern ist die Resistenzsituation noch am Anfang. Wir kennen Ergebnisse aus Frankreich, wo wir schon wesentlich mehr Probleme mit diesen Weidelgrasresistenzen haben. Und achten Sie bitte hier auf Saatgutherkünfte von Ihren Zwischenfrüchten oder auch wenn Sie Ackerfutter anbauen und dort Weidelgräser mit einsehen, fragen Sie Ihre Händler, wo diese Weidelgräser herkommen. Nicht, dass man sich hier über diese Mischungen dann die Resistenzen in die Felder holt. Auch hier nach wie vor die Hauptempfehlung Boxer Kadu SC, 2,5 Liter Boxer, 0,5 Liter von dem Kadu SC und ein Boxer durchaus auch bis zu 5 Liter Aufwandmenge in der Kombination hochzuziehen, um dann auch die Unkräuterwirkung noch nach vorne zu bekommen und noch sicherer gegen schwer bekämpfbare Weidelgräser und auch Ackerfuchsschwanz zu sein.
Wenn eventuell dann Nachlagen trotzdem noch erforderlich sind, können wir mit einem Axial oder auch einem Traxos sowohl im Herbst als auch im Frühjahr bei Bedarf die Nachbehandlungen der Flächen fahren. Als neue Produktkombination möchte ich Ihnen noch vorstellen ein Broadcast Duo. Was ist Broadcast Duo? Broadcast Duo ist unsere Antwort gegen Windhalm, unsere Lösung im Bereich gemeiner Windhalm. Was verbirgt sich in der Broadcast Duo? In Broadcast Duo haben wir zum einen das Broadcast drin, hier die bewährte Kombination Diflufenican und Flufenaz mit 0,3 bis 0,6 Liter Aufwandmenge pro Hektar gegen Windhalm, jährige Rispe und Ackerfuchsschwänze einzusetzen vom Vorauflauf bis ins Stadium 13 des Getreides. Das Ganze kombiniert mit einem Trimmer WG. Trimmer WG, Tribenuron 500 Gramm pro Kilo und auch hier maximal 30 Gramm pro Hektar im Stadium 13 bis 29 des Getreides. Die Aufwandmengenempfehlung oder die Aufwandempfehlung gestaltet sich dann folgendermaßen. Sie sehen hier ein Broadcast aus dem Vorauflauf bis ins Stadium 13 rein. Ein Trimmer WG, welches dann die Leistung bei Kamille, Klatschmohn, Kornblumen und Ausfallraps erhöht, ab dem Stadium 13 bis 29 und hier der Bereich 13 eben die Möglichkeit, ein Broadcast-Duo einzusetzen. Und hier sehen wir nochmal die Vorteile, die diese Mischung dann auch bringt, das Broadcast mit dem Trimmer WG, vor allen Dingen hier auch in der jährigen Rispe, aber auch im Ausfallraps, Kamille, Klatschmohn und auch in der Klette durch die Kombination der beiden Wirkstoffe nochmal sehr deutlich hier an Leistungssteigerung mit drin. So viel zu dem Getreideherbizid-Einsatz im Herbst. Wie gesagt, die Produktkombination einmal Boxer Kadu SC für den Ackerfuchsschwanz oder dann ein Broadcast Duo gegen den Windhalm. Und damit sollten Sie Ihre Flächen im Herbst möglichst ungras- und unkrautfrei bekommen.